Mein Kanton, meine Meinung, digital. Online-Meetings, digitale Steuererklärung, Shoppen im Internet und E-Banking. Die Digitalisierung macht uns vieles leichter. Sie verändert unseren Alltag, die Wirtschaft und die Politik. Auch die Verwaltung im Kanton Basel-Stadt wird sich verändern. Wir wollen die digitalen Möglichkeiten zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger nutzen. Wir müssen also herausfinden, wo die Chancen und wo die Risiken liegen. In einer Umfrage wollten wir von der Basler Bevölkerung wissen, was ihre Ideen und Wünsche für die Zukunft sind. Es zeigt sich, dass die Baslerinnen und Basler offen sind gegenüber der Digitalisierung der Politik, allerdings mit der nötigen Vorsicht. Insgesamt sieht die Bevölkerung mehr Chancen als Risiken. Vor allem die Jungen sehen in der Digitalisierung eine Möglichkeit zu mehr politischer Mitbestimmung. Bei den Risiken sind sich die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Experten einig. Sie wünschen sich eine sichere Umsetzung. Der Schutz der Daten steht im Zentrum. Könnten Sie sich vorstellen, mit einer App über Projekte im Quartier mitzubestimmen? Das wünschen sich 71% der Befragten. Eine Mehrheit ist auch für das E-Voting, das Abstimmen und Wählen via Internet. Die Befürwortenden erhoffen sich dadurch weniger Papierkram und mehr Effizienz. Voraussetzung ist die Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses und die nötige Erfahrung mit der Technologie. 56% können sich auch vorstellen, im Internet Referenden oder Volksinitiativen zu unterschreiben. Die Basler Bevölkerung wünscht sich, dass der Kanton vorangeht und neue digitale Instrumente austestet, um zu prüfen, was funktioniert und was nicht. Und vor allem, dort, wo es sinnvoll ist, soll die Verwaltung ihre Dienstleistungen auch online anbieten. Denn ein digitaler Schalter hat immer offen. Wir wollen die digitalen Möglichkeiten zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger nutzen. Wir planen deshalb Schritt für Schritt und sind auch in Zukunft auf Ihre Meinung angewiesen.